Science Fiction, Abenteuer, Baseball und viele andere Sachen. Das alles ist The Alters. Das spielen wir jetzt heute zusammen. Die Produktbeschreibung sagt alles, worauf ich Bock habe. Und deswegen schauen wir mal rein, ob das was auch für euch und für mich ist und für uns alle. Ich guck mal kurz, ob wir eine deutsche Sprache haben. Sieht mir nicht so aus. Keine deutsche Sprache. Egal. Ah doch, Language. Nö, nur Deutsch. Und ich glaube, es war Chinesisch. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch was anderes geben. So, wir machen eine neue Story. Das Ganze wird gepublished und auch entwickelt von den Leuten, die The Invincibles gepublished haben. Und das war auch schon ein richtig cooles Spiel. Let's go. We don't really know it, but we sense it. There is a sister ship to our life, which takes a totally different route, while the sun burns behind the islands. Thomas Tranströmer, The Blue House. How did I end up here? My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown. And the destination, out of sight. Was this path just a random sequence of events that I had to follow? Or was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branching? Sieht aus wie ein Ölfilm, ein Ölmeer. Okay, wir steigen aus einer Kapsel, einer Fluchtkapsel oder einer Raumschiffkapsel. Volsky hier. Do you read me? Anyone? Nothing. I need to figure out what happened. Alle mit Fistlord. T. Crickets. Dings, herzlichen Dank, Leute. Okay, also wir sind in diesem unwirtlichen Ort gelandet. Das hier ist unsere Kapsel. Sieht aus schon wie so eine klassische Wiedereintrittskapsel nach einem Weltallaufenthalt oder so. Aber das sieht schon sehr lebensfeindlich aus. Also die, was ist das hier überhaupt? Das sieht auch, das wabbelt so, guck mal. Das ist der Fallschirm. Achso, ich dachte gerade, das wäre eine Riesenqualle. Ne, das ist der Fallschirm unserer Kapsel, aber da sind ja diverse Fallschirme. Okay, pass auf, alles klar. Das ist doch schon mal ein erster Hinweis. Wir sehen hier jetzt mindestens drei Fallschirme, das heißt, hier sind mindestens drei Kapseln niedergegangen. Und ich habe so ein bisschen was mitbekommen, dass es auch um sowas wie ja, Paralleluniversen geht oder ja, ich weiß nicht, so Zeitschleifen, dass man immer wieder dasselbe macht. Irgendwas in der Art. Es kann natürlich jetzt sein, dass diese Fallschirme auch zu anderen Kapseln gehören, mit denen wir oder Alternativen von uns hier gelandet sind. Keine Ahnung, ich spekuliere komplett wild rum. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so eine Art Hub-Welt, in der sich alle Paralleldimensionen gemeinsam treffen oder so, ich weiß es nicht, wo das alles zusammenkommt. Jedenfalls, ey, warte, ich wollte noch mal kurz hier zu dieser... Hier, Pyro ist ja eigentlich verboten, ne? Geldstrafe vom DFB. Ist da hinten noch irgendwas? Geht's da rauf? Ne, wir gehen einfach mal hier weiter. Aber das gefällt mir direkt, ich bin direkt drin. Das sieht nice aus. Ich hab richtig Bock. Spricht mich direkt an.
So, hier ist eindeutig ein Hauptpfad. Oder unsere Kapsel ist mit 3 Fallschirmen gelandet. Ja, der Chat hat völlig recht. Möglicherweise überinterpretiere ich das massivst. Es gibt ja auch oft so Kapseln, an denen 3 Fallschirme hängen. Das ist ja in der Tat vermutlich Standard. Aber da habe ich jetzt einfach viel zu kompliziert gedacht. Möglicherweise ist es das. Tiag, vielen Dank. I've landed safely, but I think my capsule went astray. Ja, also erwartet er. Es könnte sein, dass hier auf diesem Planeten dann. Also, das sind überall noch hinten so Fackeln, da kommen wir auch noch hin, wahrscheinlich dann. Erwartet er schon, dass hier eine Base ist? Dass hier irgendwo Leute sind, die auf ihn warten. Ah, okay. Pitbull 24, vielen Dank, Pitbull. Oh, rauf da. Ja, es gibt ja wirklich diese sechseckigen Felsformationen, die gibt's ja wirklich. Die Natur stellt die manchmal her, ne? Und die sind jetzt nicht unbedingt. Also diese. Ah, das ist jetzt nicht mehr so perfekt sechseckig. Es gibt wirklich so Felsformationen, Gesteinsformationen, wo man dann früher dachte, das kann ja nicht von der Natur gemacht sein. Das muss ja irgendeinen künstlichen Ursprung haben, aber gibt es wirklich solche Formationen. Also, meine Theorie leidet einen weiteren herben Rückschlag, denn es gibt weitere Kapseln und da ist jetzt der Captain drin, oder ja, sagt die Captain, die Kapitänin, die hat es offensichtlich nicht überlebt, den Absprung hier mit der Kapsel. Ja, berechtigte Frage. Tja. Das habe ich auch gerade gefragt. Woran hat es hier gelegen, fragt man sich dann immer. Ne? Das ist hier sehr erstaunlich, dass das hält auch. Ah nein, aus Versehen nochmal E gedrückt. Das sieht aus wie eine Welle. Ne? Eine Welle aus Stein. Riesenrad. Anyone copy? If you can hear me, I've located the base. I'm gonna try and get down there. Ja, da würden wir vermutlich jetzt. Ja, das wäre schön. Da sehen wir noch diverse Fallschirme. Müssen wir gut aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Das wäre auch unangenehm. Ich glaube, wenn man in so einer Situation, da reicht es ja fast schon, sich den Fuß zu verstauchen. Wenn man dann nicht mehr wegkommt, ist es unangenehm. Hier wieder schön das dreckige Ölwasser. Was mag das wohl für ein Planet sein? Warum sind wir hier? Oh, okay, krass. Was sehen wir da? 2, 3 Kapseln. The capsules. Wait. What?
No. That's impossible. They can't all be. Tja. Das gilt es herauszufinden. Also alle, die mit uns hier gelandet sind, sind verstorben. Vermutlich sind alle Kapseln intakt und wir wissen nicht warum. Oh, Radiation. Oh, oh. Oh, was ist das denn? Alter. Fuck. Okay. Das sieht sehr seltsam, aber auch bedrohlich aus. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Kein Bock auf Radioaktivitätsverseuchung. Man sieht das hier schön auf dem Bildschirm, ne? Das macht einem richtig Angst, das Gekrissel. Aber hier in der Höhle sollten wir doch eigentlich ein bisschen geschützt sein. Vor der Radioaktivität. Sind wir aber nicht. Ich sprinte mal drauf los. Es kribbelt schon überall. Oh, zum Glück funktioniert der noch. Oh, wird schon alles rot. Okay. Das sieht gut aus. Ich mag unseren Trainingsanzug. For a moment I hope someone else made it. I need to find the comms room and get help. You should contact Earth before you exit the base. Okay. Alles klar, das machen wir natürlich dann nicht. So, press tab to open base overview. Oh. Aha. Communication Room, Command Center, Captain's Cabin, das ist dann wohl unsere Kabine. Quantum Computer, Small Storage, Airlock, da sind wir. Machinery, wahrscheinlich gehen wir dann erstmal in vielleicht Captain's Cabin, das ist ja unsere dann. Achso, find the Communication Room. Oben links. Ist das hier ein Fahrstuhl? Ja. Oh, geil. Das ist ja super. New calls. Contacts. Hello? Hello, can anyone hear me? Mayday. Mayday, anyone? Oh. This is the new captain speaking, yeah. Great. This is the new captain of the mission speaking, Jan Dolsky. Corporate ID 4672B. I'm afraid the former captain is gone. Together with the rest of the crew. Okay. Hello? Can you get me out of here? Okay, what danger? What do you mean? Remaining to what? Unangenehme Situation. Talk to me. What's the danger? The planet rising. No, don't you go all fuzzy on me. Proximity. Oh, use this quantum nav system. Where the hell did it send us? Lethal proximity of what? Pretty good force of Dark Rose. Must escape. Proximity Dark.
You mean a star will come and burn this planet? And I just have days to escape? Is that right? Sunrise. Perfect. Okay, also. I need to find those captain's logs. Ja, dann müssen wir. Wir kommen hier rein. Ja. Also, wir sollen jetzt zu Manuel. Also, es müsste ja eigentlich Captain's Cabin sein, nehme ich mal an. Das heißt hier Manuel to find logs. Ja, ich glaube nicht mal. Wir müssen erstmal hier, also zwei runter. Tja. Okay, dann schauen wir mal, was hier steht. Evacuation Procedure. Welcome to the Evacuation Functionality Manual. In case of an incident that jeopardizes your mission and the safety of your crew, please follow the safe protocol and move the base to a safe location. Oh geil, können wir durch die Gegend rollen? The following steps must be accounted for. Refueling the base, manufacturing necessary equipment, securing food supplies. The steps will be automatically tracked on your HUD. Triple Star Systems. According to recent Allied Corps research and based on the data collected from multiple missions, Triple Star Systems are considered a potentially related to a very high probability to discovering Rapidium in the Allied Corps classification system. The precise correlation between Triple Star Systems and Rapidium is yet to be scientifically determined, but according to some hypothesis, this may be related to the unique radiation cycle observed on planets belonging to such systems. Rapidium is a highly unstable element, and itself emitting significant amounts of radiation seems to be less elusive in the presence of such specific radiation patterns, as if fine-tuning its life cycle to the environment. Allied Corps employees should be aware that, thanks to these findings, in the upcoming year, we are bound to witness a significant rise in missions sent by the quantum navigation system on course for Triple Star System, should such a system be identified in the vicinity of an Allied Corps exploration vessel. This should by all means result in a notable increase of successful Rapidium extraction and a major breakthrough for Allied Corps and humanity alike. Was? War das schon zu Ende? Ja, ne? Nee. Was? Oh, geht noch weiter. Mission captains must be informed, however, that operating on planets belonging to Triple Star System involves the need for some precautions. The complex gravitational structure within which the planet operates, apart from being the source of rapidium-friendly radiation, may result in life-threatening events such as periodic lethal proximity at one of the suns, annihilation of the planet's surface and immediate destruction of all life forms. In order to maximize efficiency even in the event of such occurrence, Allied Corps has equipped its vessel in the cutting-edge SEBA evacuation functionality, enabling the crew to extract rapidium while avoiding hazardous conditions. In the case of landing on a planet belonging to a Triple Star system, please consult the SEBA evacuation functionality manual for further instructions. The above information is the sole property of Allied Corps and is highly confidential. We kindly remind you that an infringement of your confidentiality agreement will result in legal measures. Alles klar, Drohung zum Schluss. Quantum Navigation. The Quantum Navigation System is a state-of-the-art route planning solution designed and implemented by Allied Corps to optimize the efficiency of space mining operations. How does it work? While the crew remains in cryosleep, the system actively monitors the ship's surroundings, modifying its trajectory and setting it on course for the most probable location of valuable resources. Based on cutting-edge technology, it collects massive amounts of quantum information, analyzing it in real time to determine the highest probability of discovering rapidium in a nearby system and eliminating non-efficient exploration. When the expectation of finding rapidium is classified as moderate or high, depending on mission-specific settings, the ship's trajectory is adjusted accordingly and landing procedures are initiated. A notification to send the mission control to ensure maximum support at the onset of new environment exploration. The above information is the sole property, blah blah blah, was haben wir schon gelesen. Okay, alles klar. Haben wir alles gelesen hier, oder? Was Database? Was ist das Problem? Haben wir doch alles.
Haben wir noch eins vergessen? Das hier. Haben wir alles, oder? Follow the instructions to prepare for the journey. Gather 6 metals outside. Also, follow the instructions to prepare for the journey. I have to find the evacuation procedure and get the hell out of this place. If I don't get the base moving in time, I'll burn to death. Okay, 6 metals outside. I won't survive long without some basic equipment. Need to craft a scanner to find resources, but I don't even have a workshop. So, warum hat nur der Captain hier so ein richtig geiles Bett? Wer hat da drin geschlafen? Das sieht ja noch gar nicht... Wer hat das überhaupt alles gemacht? Hier muss ja schon irgendwer mal drin gewühlt haben in diesen Federkissen. Oder? Na gut. Ist jetzt alles unseres. Was haben wir hier noch? Machinery. Active Filter, Status Inactive, Total Filter Time 5 Days, Filters in Storage 5 Stück. Radiation Barrier, protects the base from radiation contamination, at least radiation filters operate. When auto load is turned on, it will automatically load the next filter when the last one is depleted. Ja. Warum denn nicht? Vielleicht höchstens, wenn man längere Zeit nicht zu Hause ist oder so, dass man das nicht verschwenden will, keine Ahnung. Dann würde uns eventuell noch Small Storage. Was? Hier geht's nicht nach oben. Ach so, weil okay, ich muss immer außen rumlaufen. Okay. So, was haben wir hier noch? Oh, das ist geil, das ist der Quantum Computer. Sehen die so aus dann, die Dinger, irgendwann? Spannend. Die wird es ja bald geben, Leute. Da wird eine neue Ära anbrechen. Ich glaube, wir müssen jetzt raus. Wenn ich das richtig verstanden habe. Gather 6 metals outside. Also müssen wir leider wieder rausgehen in die Airlock. Obwohl Radiation ist, oder wie? Warning, the radiation levels at night are deadly. Okay. Alles klar. Wir sollen eine Nacht schlafen. Na, dann machen wir das doch. Ist hier schon? Oh ne, wir müssen 2 runter. So. Okay, dann schlafen wir jetzt. When going to sleep, you can select the hour at which you will wake up the next day. Sleeping longer gives you more work energy, represented by the pink bar. When it runs out, you will become tired and work much slower. You should avoid working while tired. When the entire energy bar runs out, you will collapse from exhaustion and wake up the next day. Na gut. Alarm clock. Wake up time 6. Wie spät ist es denn jetzt? Warte, jetzt müssen wir mal kurz checken. Work energy. All energy. Was? Ach so. Verstehe. Wake up time 6 Uhr. Wie spät ist es jetzt? Ist es jetzt... Ist jetzt 21.06 Uhr? Next day 6? Wake up time 6. Ja, okay, komm. 6 ist eine gute Zeit, um aufzustehen. Quantencomputer sind nur, weil es für Firmen nicht für den Heimgebrauch. Ach, come on. Klar, ich will irgendwann auch meinen eigenen Quantencomputer haben. Was meinst du, was ich denn für geilen Scheiß machen kann? Ich überlege, ob ich nochmal in Dingsbums gehe. In die Communication Room. Gleich. Erstmal gucken wir uns das hier noch an. System Offline. Das ist natürlich Quatsch mit Soße. Und was haben wir hier? Base Building. Open the Building Menu to see available modules. New modules have to be placed near existing ones. Possible placement points are marked by lights. Okay. Workshop. Tools, components and other important items can be created there. The most important part of the workshop is the state-of-the-art 3D printer. Kostet mich 4 irgendwas. Viel Öl, 4 Öllampen.
Habe ich nicht. Metals, ist okay, das kostet mich 4 Metals. Ich habe 3 Metals. Habe ich alles nicht. Okay, schade, können wir nicht machen. Was kostet es, das Rad zu erweitern? Research required. Verstehe, verstehe. Dann ist es, glaube ich, jetzt mal an der Zeit rauszugehen einfach. Also, shallow deposits. You can find shallow deposits on the planet's surface. They contain a limited amount of resources that can be extracted quickly. They can be recognized by red dust. Ey! Den letzten Satz habe ich nicht gelesen. Okay. By red dust. Red dust. Was war das für ein Geräusch? Hier sowas vielleicht? Ist das Red Dust? Ich finde das sehr Red Dustig. Das ist es aber nicht. Oder wie mache ich das jetzt? Wird mir das dann automatisch eingeblendet? Kyler Pauli, vielen lieben Dank. Oh, da hinten ist was Red Dustiges, oder? Oder ist das... Was ist... Doch, das ist es doch. Guck mal, da hinten, seht ihr das? Da mache ich dir mal einen kleinen Zwischenspurt hin. Und... Da, guck mal, das muss es doch sein. Sehr gut. Das brauchen wir jetzt. Das extracten wir sehr schön. Okay. Muss ich gedrückt halten? Ja. Läuft das? Ah, okay. Empty Deposit. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal wieder auffüllt. Aber Empty Deposit, das kennen wir natürlich alle. Von der Bank. Okay. Empty Deposit. Ist hier noch mehr? Der Seite auch nicht mehr. Also das haben wir jetzt ausgeschöpft. Aber eventuell... Ich könnte jetzt natürlich direkt wieder reingehen. Ich glaube, wir sollten ja 6 holen oder so. Jetzt haben wir schon 15. Möglicherweise ist jetzt hier auch in direkter Nähe nicht noch mehr davon. Da oben sehe ich aber irgendwie Organics Deep Deposit. Was ist da hinten in dem Ding noch drin? Nix. Komme ich da rauf? Meine Kraxelfähigkeiten? Ja. Ah, da brauche ich einen Climbing Hook, okay. Ja, das ist vermutlich schon... ...alles. Was haben wir da hinten? Das ist auch eine Kapsel, oder was ist das? Hatte ich mir die schon angeguckt? Nee. Was machen wir jetzt? Klesk fragt, wollt ihr mir das Spiel auch anschauen? Wie sind bisher deine ersten Eindrücke? It looks like our ship's cargo drop. It's filled with the crew's personal items, including my stuff. Der hat sogar einen stinknormalen Koffer, so einen Rollkoffer. Oh, skipping rope I bought during my brief fascination with BJJ. I believed it would help me bulk up, but of course I have quickly abandoned it. I stumbled upon the skipping rope while packing. Put it in the bag in case I felt like exercising during the mission. Ja, also ein Springseil einfach. Ein Multitool, ein Schweizer Taschenmesser. My Multitool. A convenient set, one of a few things everyone should always have in their pocket. I used it countless times to open bottles, fix things and well open more bottles. It was a birthday present from my mom for my 18th birthday. Of course, she pretended it was father's idea, but I knew it better. Okay, die nehmen wir, collect it. Yeah. This is one of the things they told me to take on the mission. Jo. Okay. Things that will make you feel comfortable far away from home. Objects that trigger good memories. So, zur Frage von Klesk. Was ist denn hier los? Komm ich gar nicht durch.
Also ich bin angefixt. Ich mag das total. Ich mag die Stimmung, dieses Einsame, dass man auf einem anderen Planeten rumläuft. Grafisch finde ich, sieht das auch echt gut aus. Und dass man so ein bisschen Base erweitern kann, ein paar Ressourcen sammeln, Geheimnissen auf die Spur kommen muss. Warum sind meine ganzen Mitastronautinnen und Mitastronauten verstorben, obwohl eigentlich alles in Ordnung zu sein scheint. Das doch mag ich schon. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv. Wir bleiben dran. So, jetzt habe ich hier geilen Scheiß. Und jetzt gehen wir mal zum Command Center und bauen mal was jetzt. Und zwar müsste das ja dann, war das hier? Build Workshop. Okay, es ist ein komplett neuer Raum. Command Center Airlock, wo ist es denn am besten? Wir können Captain's Cabin, wenn wir aufstehen. Nee, es ist glaube ich gut, die Workbench in der Nähe der Airlock zu machen, weil es häufiger die Situation geben wird, schätze ich, dass wir rauslaufen, um Ressourcen zu sammeln, weil wir irgendwas bauen wollen. Und dann kommen wir aus der Airlock hier wieder raus oder rein und dann wollen wir nicht so weit laufen bis zur Workbench. Hier darf ich sie leider nicht bauen, deswegen baue ich sie jetzt hier. Und oh, Elevator. Oh. Okay. Ja, aber Elevator müssen wir jetzt hier noch nicht bauen. Wir haben hier, wir müssen dann nur aufpassen. Bin natürlich immer Fan davon, den quasi auf einer Ebene zu lassen. Also wenn wir jetzt hier durchgehen, einen Elevator hätten, würde mir das besser gefallen. Welcher Architekt auch immer so war. Oh, das kann man einfach verschieben. Das ist ja geil. Ich bin happy. Haha, das ist ja sensationell. Geil, ich kann mir das so machen, wie ich es will. Oh, Hammer. Okay, das gefällt mir richtig gut. Nice. Jetzt habe ich genau das, was ich wollte. Wir kommen aus der Airlock raus und haben hier direkt den Workshop. Das ist cool. Gefällt mir richtig gut. Ich könnte jetzt hier diesen einen... Also ich könnte jetzt noch alles einen rüberschieben. Aber das spare ich mir, weil ich nicht weiß, was da noch für Module kommen. Und wenn ich das jederzeit verschieben kann, dann kann ich auch den hier irgendwann noch nach rechts schieben. Aber das wird... Machen wir, wenn es soweit ist. Let's cross the bridge, wenn wir jetzt sehr. Sehr, sehr gut. Das ist jetzt, ich bin richtig begeistert. Das ist einfach mal ausprobiert, das hat funktioniert. Okay, was kostet mich das, die Erweiterung? Achso, muss ich erstmal erforschen. You can find more information about base building in the captain's log. Okay. Okay, über die Tutorials. Exploration to move existing modules, simply select them, haben wir schon gemacht. While moving a module, you can swap it with another one. It is possible to drop modules on the grid in invalid positions as long as they fit. However, you cannot save the changes until all modules are in proper positions. Okay, ja, haben wir gemacht. Voll gut. Delete existing modules by hovering over them and pressing Punkt. Okay. Base building, you can access base building by interacting with the terminal in the computer center. Open the build menu to see available modules. New modules have to be placed near existing ones. Okay. When going to sleep, you can select... Okay, das haben wir alles gelesen, oder? Exploration. Climbing hook. The climbing hook is a device that allows climbing up otherwise inaccessible walls. Shallow deposits. Ja, das haben wir alles schon rausgefunden. Dann gehen wir jetzt mal weiter hier in die... Ist das hier? Das müsste schon der Workshop sein jetzt. Nee, das war sehr blöd von mir. Entschuldigung. Ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte zum Workshop, das wäre ein weiter. Das wäre hier. Also Climbing Hook und Scanner. Brauchen wir beides. Ah, da brauchen wir erstmal Wasser für. Okay. Wasser haben wir schon geortet. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal den Scanner. Das ist jetzt gequeued. Und machst du das jetzt? Muss ich erstmal rausgehen, damit er das jetzt macht oder was? To create an item, first schedule work in the workshop queue. You can then work on the queued items at the workbench.
Ah, okay. Und die Workbench ist hier, oder was? Ah ja. Jetzt work ich. Oh, cool. Oh, das ging schnell. The Fundamentals. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was Neues im Manual drin. Crafting Items. Database Organics. Please ensure that the Saber base has enough fuel for the upcoming journey. In case of fuel shortages, locate and harvest organics on the surface of your planet. Blue smoke is a characteristic indicator of organic deposits. If fuel shortages are detected, the evacuation procedure will be assessed as too risky. Okay. Gut, dann würden wir direkt mal, jetzt habe ich das ja, ne? Dann können wir mal weitergehen und ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben. Wir müssen immer ein Auge auf der Uhr auch haben. Ich weiß jetzt ja aber, wo das war. Und zwar da hinten. Tap, 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 tap. Wie lang kann ich eigentlich sprinten? Habe ich da irgendeinen Ausdauerbalken? Offensichtlich kann ich unendlich sprinten. Was? Shoot, warte. Warte mal, was heißt das jetzt? Wieso, was heißt 2 Energie? 10 von 50. Ah, okay. Energie, was habe ich doch genug? Da stehen doch jetzt diverse Balken. Wieso komme ich da nicht hoch? Entschuldigen Sie bitte. Okay, hier ist auch noch was. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum ich da nicht hochkam. Nicht hoch? Also entweder hier oder die andere Richtung. Weiß ich, was das auf dem Boden gerade ist? Ob das ein Grafikfehler ist? Nee. Aber das sieht nice aus, diese Höhle. Oh, das ist echt cool. What the hell? Oh, nice. Could this be Rapidium? Rapidium. Wir haben Rapidium. Oh, geil. I feel strange. I have to get closer. Make sure. Ja, wie denn? Tu es. Wir müssen Sample collecten. Ich brauche einen Sample Collector oder sowas. Da. You ran out of work energy. Ach so, die Geschichte. Ah, okay. Es wird langsam spät. Das nehmen wir noch mit und dann müssen wir nach Hause. Jetzt runter. Jetzt müssen wir mal richtig schnell nach Hause. So the useless quantum nav system isn't that useless after all. Warte mal. Where it was sending us. Except. Da lang, okay. Schnell mal nach Hause. Wir sind müde, wir müssen Feierabend machen. Überstunden sind schlecht bezahlt. Außerdem kommt heute Abend noch was Gutes auf dem Planetary Netflix Channel. I still can't believe it. If it really is repeating. Also dieses. Okay, dieses Rapidium scheint mir. Sehr. Radiation incoming. Schnell rein. Das Rapidium scheint mir wirklich sehr wichtig zu sein. Es ist jetzt. Was ist das? Was heißt das linke da? Ist das ein Anruf oder was bedeutet diese Einblendung links? Vielleicht wollten sie mir sagen, dass Schnubbi was da gelassen hat. Wir wollen uns bei Schnubbi bedanken. Ich müsste eigentlich mal schlafen, aber ich glaube, wir wollen jetzt auch.
mit jemandem erstmal reden. Und zwar müssen wir das im Communication Level. Was? Was ist denn hier los? Bin ich jetzt zu weit? Hier. Hello? Anyone copy? I went out to find resources and I found a cave full of something. I think it might be rapidium. Wow. You hear me? I think I found rapidium. Ich habe es natürlich noch nicht überprüft. Da hätte ich erst ins Labor gehen müssen. Am I sure? I don't know. Everyone is dead. The sun's coming. There's radiation everywhere. I'm just telling you what I saw. Test the rapidium? How would I do that? A blueprint? The womb. You want me to build a womb? Okay. Who are you? Who are you? Das ist doch nicht normal. The womb, huh? Das ist doch nicht. DNA sample, huh? I guess it makes sense. Repeating speeds up organic growth. So, tutorial being tired. I'm very, very tired. I need a sleep. Ja, also da müssen wir aber den Womb bauen und bevor wir aber einen Womb bauen, gehen wir erstmal ins Bett. Wir sind nämlich sehr, sehr müde. Wir müssen schlafi-schlafi machen. Day 3. So. Jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen. Machinery, ja, warte, das. Und zwar. Radiation Barrier 68, wir haben nur noch drei von diesen Typen da drin. Wir müssen neue bauen. Ich hab's jetzt einfach mal auf Autoload, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt smart ist. Mal kurz hier rein. Okay, da ist noch nichts Neues. Davon brauchen wir neue. Multitool. Scanner. Den haben wir jetzt dabei, oder? Obwohl, das ist Storage. Wie kriege ich das jetzt? Okay, ich denke mal. Den habe ich dann dabei, wenn ich rausgehe. Dann entweder wir gehen jetzt raus und versuchen nochmal unser Glück, oder warte mal, Build. Da, The Womb. Workshop haben wir. The Womb haben wir 4, können wir schon machen. Okay, und wir sind. Wir müssen eigentlich auch nochmal rausgehen. Das können wir ja auch machen, wenn Radiation hoch ist. Aber ich gehe jetzt da mal kurz nochmal hin. So. Okay, so. I have built a womb. Hallo? Now. What could possibly come out of it? So, dann gehen wir da mal hin. Und boomen mal. Testen Rapidium. So. Here goes. In a sample. Rapidium. I'm starting to worry this wasn't such a good idea. Oh, ein Schaf! Dolly! Of course. What else? Das Schaf sieht cool aus. Guckt euch das mal an, richtig gutes Schaf. Okay, hab ich das jetzt. Wie jetzt? I'm gonna call you
Molly. Ich habe gerade noch Dolly gesagt. Er sagt Molly, war ganz schön dicht dran. Was bedeutet dieser Hörer da links? Soll ich jetzt nochmal anrufen? Heißt es, ich soll nochmal anrufen oder was? Ich bin mir nicht genau sicher, was das heißt. Hi, Schaf. Hello, Molly. Bite, do you? Ich meine, der Name Womb passt natürlich perfekt. Also es bedeutet ja sowas wie Gebärmutter oder so. Oder halt, ja, hier Bauch, ne? Also, wo Menschen halt geboren werden, gezeugt werden. Erschaffen werden. Ich gehe nochmal telefonieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht dieses Zeichen da bedeutet, dass ich mal jemanden anrufen soll. Das ist ja der. Also, es ist schon. Ich glaube, das ist das Zeichen. Das heißt, ich soll da mal anrufen. Okay. I built the womb and tested the rapidium. The DNA sample provided was a little. Surprising, but it worked, I think. I cloned a sheep. Hello? Can you hear me? I have a sheep on board. You're responsible for two lives now. Okay, will you help me now? It's amazing, isn't it? That would help me now. Yeah. Now that I'm a real hero, I could use some real assistance. You're in imminent danger. Oh, shit. Time remaining to survive. I know that. But I'm just a builder. I'm not trained to move the goddamn base all by myself. Okay, kein Bock. Keine Antwort drauf. Haben wir nicht mal ein Basic Training bekommen? Basic Base Training? Ein muss doch irgendwie ein bisschen was für alle Fälle muss man doch beigebracht bekommen. So, wir gehen nochmal raus. Solange wir Energy haben und solange der Tag noch frisch ist. Und schauen mal, dass wir ein bisschen was extracten können. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt schon die richtige Seite war, von der wir da rankommen. Ich könnte ja theoretisch auch noch von der anderen Seite kommen. Ich probiere nochmal mein Glück, gehe nochmal beim Uri. Das wird nachgeladen hier gerade. Also da geht's raus oder hier. Da oben ist auch noch was Rotes. Wir laufen nochmal hier wieder rein. Ich versuche mal von der Seite reinzukommen. So, wir können ja auch noch ein paar Rapidium-Samples mitnehmen. Vielleicht wollen wir noch mehr Schafe haben. Aber wenn man Schafe klonen kann, warum dann nicht auch Menschen? Ah, da habe ich doch meine Antwort. 100 Pro, Leute. Wir klonen uns selbst. Pass mal auf. Darauf läuft es hinaus. Wir klonen uns selbst. Das ist doch völlig klar. Are you alone? Make a clone. Da, extract. No, empty deposit. Okay. Hier ist nichts mehr. Dann, wo geht's? Da geht's hoch. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir noch zu diesem anderen Vorkommen kommen, was wir brauchen, um diesen Haken da zu bauen. Find an Organic Deposit Area, genau. Das muss doch hier sein. Da sehe ich doch schon blaue Sachen. Da, guck. Organic. Oh, herrlich. Herrlich. Scanning. The scanner allows you to find resource
deposits. By placing and connecting probes, you can discover the concentration of underground resources. Find the deepest spot of the deposit. Okay. Okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Aha. Hallo? Okay, ist es weiter in diese Richtung oder was? Retrieve all. Achso, okay, das habe ich schon gescannt, den Bereich. Alles klar, ist das Rote ist tiefer als das Blaue, sehe ich das richtig? Aha, okay, jetzt haben wir es hier irgendwie gefunden. Hold Q to select build, then select mining outpost. Oh, geil. Und es ist direkt fertig. Use pylons. You can connect mining outposts with a base. Each pylon automatically connects to nearby structures. You can see possible connections in the form of green lines when you have the pylon equipped. Pylons can also be connected to each other. Place them in a line to connect the mining outpost with the base. Okay, das ist ja cool. Das ist ja fast schon Satisfactory-artig. Building Mode. Pylon. Geilo. Was ist denn jetzt? Das ist der kürzeste Weg hier. Sehe ich das richtig? Hey. So. Kann ich jetzt hier runterjumpen? Pylon, Pylon. Das ist ja großartig, großartig, großartig. So, wie weit kann ich? Ah, da ist sogar angegeben. Alles klar, warte, jeder Zentimeter zählt. So. Den kosten ja vermutlich auch wertvolle Ressourcen. Deswegen wollen wir jeden Meter ausnutzen. So, kriegen wir den noch hin? Und jetzt? Wie connecte ich das jetzt? Da oben oder was? Jetzt muss ich nur noch wissen, wo hier die Connection mit der Base ist. Der Fahrstuhl ist ja auf der Seite hier. Eigentlich müsste doch jetzt auch schon ein grüner Pfeil da. Okay. Okay, und jo, okay, so. Alles klar, geil. You have connected mining outpost to the base. From now on you can use fast travel to move quickly between the base and the mining outpost. You can access fast travel at the airlock base entrance or any outpost. Sauber, das ist ja richtig cool. Boah, das gefällt mir. Voll cool. Dann will ich jetzt fast travel nochmal zurück. Warte. Ne, ich wollte eigentlich gar nicht raus. Warte, Airlock, wo ist fast travel? Das müsste doch jetzt hier auch sein. Ah ja, genau. Normal Pylon. Da, okay. Das heißt, können jetzt hier Fast Travel machen.
Okay, da haben wir das gebaut. Von da können wir natürlich dann schneller wieder lang. Dann müssen wir jetzt das Gebiet erforschen. Frage ist, ob es sich lohnt, nochmal wieder rauszugehen. Wie viele Ressourcen kriege ich da pro Stunde? Wir müssen halt langsam auch mal gucken, dass wir... Was habe ich an Ressourcen? 5 Metalle und 10 von diesen Wasserdingern da. Gehen wir mal kurz zum Crafting, Johnny. Pylon Combat Package. Kostet mich 3 Mining Outpost. So, dieses... Okay, da brauche ich 12 für. Woran erkenne ich denn jetzt mein Einkommen? Was ich habe hier an Organics. Ich muss es trotzdem abbauen. Aha. Du musst das Wasser trotzdem abbauen. Das ist nur die Stromversorgung. Ah, das ist natürlich jetzt eine wichtige Information. Dann fast traveln wir mal ganz schnell zum Outpost. Ich hatte gehofft, das wird jetzt wie bei Satisfactory automatisch erledigt, aber so ist es offensichtlich nicht. Dann gehen wir mal hier an diesen Terminal und worken mal ein bisschen. Aber das Gute ist, ich kann mich ja fast traveln von hier, wenn ich keine Energie mehr habe. Ich bin tired, okay. Dann traveln wir zur Base. Aber das ist super mit dem Fast Travel. Das gefällt mir richtig gut. Das heißt, man kann sich auch komplette Fast Travel... Das ist halt die Frage. Muss ich am Ende immer einen Knotenpunkt setzen? Ja, muss ich ja. Ich kann ja nicht nur anhand der Stromlinien Fast Traveln, aber so könnte ich mir theoretisch auch unabhängige Fast Travel Punkte setzen, ohne dass ich ständig einen Miner bauen muss. Das wäre natürlich mal interessant zu wissen. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich sollte mich, glaube ich, mal schlafen legen. Aber zuerst geh nochmal hier hinein. Okay, jetzt fehlen mir ein Metall fehlt mir jetzt. Follow the instructions to prepare for the journey. Extract 8 organic matter at the outpost. Ja gut, das machen wir dann morgen. Dann gehen wir jetzt schlafen. Gute Nacht! Und sag mal, wir haben es jetzt. Es war doch gerade erst. Ich muss erstmal checken. Das ist hier die aktuelle Uhrzeit? Nein. Es ist doch gerade erst 18, 19 Uhr oder so. Das ist doch jetzt nicht die aktuelle Uhrzeit. Irgendwie checke ich das noch nicht ganz. Es müsste doch eigentlich die Zeit, die jetzt gerade... Warte mal, das überprüfe ich nochmal. Es ist 17.21 Uhr. So, also es ist hier. Wieso wird mir die aktuelle Zeit nicht angezeigt? Ah, okay. Okay, warte, ist das denn die Arbeitszeit, die ich habe, wenn ich um 6... Okay, wenn ich jetzt schlafen gehe, hier beginnt der Tag. Das heißt, bis hier habe ich dann Energie, oder was? Work Energy bis 16 Uhr, All Energy bis 23 Uhr. Das ist falsch dargestellt. Wieso denn Work Energy bis 16 Uhr? Das wäre ja hier. Wieso geht der Balken bis da? Da stehe ich auf. Wenn ich erst um 7 aufstehe, müsste sich der Balken ja dementsprechend genau auch verschieben. Nein. Okay. Dann wollen wir mal schnell uns an die Arbeit machen. Hurtig, hurtig. Hinauf und heraus. Schnell Fast Travelung. In den Outpost hinein. So, da gehen wir jetzt mal richtig mal luchen. Los, komm her. Und jetzt pumpen wir da richtig die Flüssigkeiten raus. Ein langer Tag im Büro. Build a kitchen. Okay, jetzt müssen wir als nächstes eine Küche bauen. Provisions needed, ja. Was machen wir? So, okay, und unten links sehen wir jetzt
Dass ich bis ungefähr 21.59 Uhr habe ich richtig Power. Und dann gehe ich nach Hause und mache Abendbrot. Das nehmen wir noch mit. Und das ist der letzte. So, okay. Ab nach Hause. Fast Travel, bam. Das geht doch schnell. So. Jetzt bin ich sehr müde, aber wir wollen mal schnell noch. Was ist hier mit. Kann ich die hier bauen? Nee, die baue ich dann hier wahrscheinlich unter. Ach nee, das kann ich nicht hier machen. Die Kitchen kann ich nicht hier bauen. Aber hier kann ich die bauen, oder? Build Kitchen. Okay. Ja, wieso nicht hier? Machinery Captains. Lass ich mal kurz überlegen. Diesem Command Center, die Kitchen. Muss ich die. Wie oft muss ich in die Machinery? Nicht so oft, oder? Ich wollte. Kann ich jetzt hier tauschen, bitte? So, ich glaube, das ist besser. Dann habe ich zuerst die Kitchen und dann die Machinery. Dann. Guck mal hier, können wir Food machen? Das ist ja geil. Mush Package kostet mich eine Flüssigkeit. Wir haben ja richtig abgepumpt. Und haben jetzt noch. Was auch immer. Da gehen wir jetzt an die Arbeit. Oh, oh, wir sind super müde. Richtig, richtig müde. Oh Gott, wir schlafen gleich ein im Stehen. Okay, so haben wir zwei gebaut. Das ist wichtig. Schnell, schnell schlafen. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Oh, okay. Wir sehen, wir sollten vielleicht ein bisschen länger schlafen. Okay. Ja, wir wollen natürlich nicht ins Koma fallen. Jetzt bauen wir noch ein paar von den Rationen. Okay. Ich sollte 6 bauen. Ich glaube, ich habe nur 4 gebaut. Ich mache einfach mal schon mal 8. Oh man, früher oder später muss man das ja haben, ne? Haben wir. Okay. Start the engines in the command center. Warte mal, das Command Center ist ja. Genau. Zack. Start the engines. Ja, das ist ja hier bestimmt nicht, oder? Die Engines hier. Test Engine ready. Oh Gott. What just happened? Oh oh. Come on. Do this to me now. Malfunction. Oh 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 oh. Jetzt müssen wir den was? Turn the lever on the machinery. Machinery war ein runter und dann rechts, oder? Das ist der Lever. Okay, that's sorted. Let's give it another go. Okay. Ja, probieren wir das gleich nochmal. Woran kann das gelegen haben? Wir haben keine Ahnung. Woran hat es hier gelegen? Hey. Okay. Ready? Shit. Ich eile! Oh shit. Wer ist dafür verantwortlich? Oh oh, ich muss anrufen. Warte, nee. Ein höher noch. Alles ist kaputt.
Die sollen das jetzt gefälligst reparieren aus der Entfernung. Hey, you still there? I really need your help. I can't get out of here. I did everything according to the manual, but there's a malfunction I can't fix. I just don't know how. Repidium can save me. I need to check data consistent with the CMQC module. I don't have access to QC. Only the captain has access codes to the quantum computer. Man, that was easy. Okay. Die werden nicht immer so hilfreich sein. Das hätten sie direkt machen können. Uhr. Oh Gott. You can move between the base and the mining outpost. Okay. Or any outpost. Naja, vielleicht können wir irgendwann noch andere Outposts spawnen. Though the quantum computer check your data consistency in the QC, start the engines in the command center. Okay, dann gehen wir erstmal in den Computer. Der Computer ist genau hier und da hacken wir uns jetzt rein. Hack, hack. Ah, kann man vielleicht damit mit Mind Records Leute klonen? Wenn deren Persönlichkeit hier abgespeichert ist auf dem Quantum Computer, kann ich die mit diesem seltsamen Element dort zurück ins Leben drucken. Das sind doch Synapsen. Oder Genstränge vielleicht? Oh, da wurde jemand verprügelt. Das ist sein Leben. My life. Okay, das ist ja krass. Select Live Event. Alter Schwede, das ist ja krass. "19 years old, moving away. You promised yourself you'd get out of there. You have to keep that promise. You can't waste your life. It's not something she'd want. And you can still visit her. A little less often maybe, but you can. You will visit her." Okay, wir fangen natürlich jetzt mal vorne an. Bei der, unserer Geburt. Early childhood. Childhood memories, fuzzy and distant. The mining town you grew up in, rows of similar apartment blocks. The local grocery store Mom worked in, the playground where you spend more time than at home. Das ist ja geil gemacht. Growing up, a family like many others down there. Your father coming late from work in the mine, usually drunk, always pissed off. Your mother doing her best to keep the family together. Your constant desire to run away, to get out of that place and never come back. Boah, das ist Hammer gemacht. Das gefällt mir richtig gut. Turning a blind eye. 15 Jahre alt. Another shitty day at school. You're taking the longer route home. Hey, what's that fight about? The boy shouts for help. He's looking straight at you. You should intervene, but the fear. No, better not get involved. Run back home. One day you'll get out of here. You have to. Oh man. Okay, jetzt ist, glaube ich, ist jetzt schon 19 Jahre? Nee. Erstmal 16 bis 19. Wishing to escape. It's so hard to study for exams when your dad's yelling behind the door. Mom doesn't have the strength to fight anymore. Something's wrong with her. She's weaker, more passive. You know you should do your best to support her, but being home is just unbearable. You count the days to graduation, hoping those exams go well. Okay, dann kommt jetzt das... Ah, nee, einen früher noch. Kommt da kein Text zu? Doch. At the crossroads. 19 Jahre alt. You open the envelope with trembling hands. It's a good college, and it's close to home. You could visit mom regularly and get a good education. You tear the paper and see the results. No, not good enough. The only place that wants you is hundreds of miles away. You'd have to leave mom alone with him. Achso, geht's. Ich drücke die ganze Zeit D statt E. Mit E geht's schneller. Okay, das hatten wir gerade schon gelesen. Dann haut er halt ab. Too far from home, 21 Jahre alt, alles klar, jetzt macht er erstmal Party, man kann es ihm nicht übel nehmen. It's been months since you've been home, but you can't miss the post-exam party. All your friends will be celebrating, their company makes you feel good.
like you've found your place. Do you really want to spend the entire day on the train, only to see Mom for a couple of hours before she goes to bed early? At all, you'll be left with this constantly drunk oaf of a father. Ja, man kann es ihm nicht übel nehmen, ne? Habt ihr gesehen, der hier schon rechts von ihm, hier dieser Astronautenhelm, das ist schon so eine Sneak Preview seines Lebens wahrscheinlich hier. 22 Jahre alt, seasonal job. Oh, Tellerspiel. You look at the letter. It's tempting, working abroad for 2 months. You could earn enough to support yourself for the whole semester. You could ditch those lousy part-time jobs and focus on studying. It's tempting. And you could send some money to Mom. She needs it for a treatment. 23 Jahre alt. Too late to say goodbye. You missed it. The moment is she collapsed. The ambulance taking her to the hospital. It all went so fast. You missed the opportunity to talk to her when she was still conscious. You're back home now. But what difference does it make? You fucked up. It's too late to say goodbye. Ach Mensch, der arme Typ. Doing it for her, 23 Jahre alt. You failed her. But what could you have done? Stayed behind in that miserable place? To become bitter and dead inside? Be like dead? The sense of guilt holds you by the throat. What if you ran away from it all? Ditched college, made a fresh start. Forgot. But wouldn't that be giving up again? No, Mom would want you to get on with your studies. Get a good job, you have to carry on for her. Meeting Lena, 24 Jahre alt. Your heart pounds at the thought of this evening. You never thought someone like Lena would want to hang out with you. Slow down, it's only a project. Maybe you should have got something better than beer. You could have bought wine, but wouldn't that seem like you're hitting on her? You're only teaming up for a project, but she's so different from anyone else you ever hooked up with. And she likes you. You can see she likes you. Ah, hallo Lena. Und hallo Fliege. Hier fliegt eine Fliege rum. 24 Jahre alt, moving in together. This is it. She's moved in. But is my cheap little rented flat good enough for her? Her parents would hate it. You know they would. And she knows it too. Is that why she doesn't talk to them anymore? She's not ashamed of you, is she? Whatever they think of you, you're gonna prove them wrong. Work hard and give Lena the good life she deserves. Das ist ja großartig. Ich finde es fantastisch. New opportunities at 25 Jahre alt. Hard work pays off, right? You can be proud of yourself. A diploma with honors and that offer, a PhD, it's tempting as hell. But the salary, how much longer are you going to be a broke ass for Lena? Look, you'll think about it later. Time to celebrate now. 26 Jahre alt, leaving the university. It was a tough conversation, but you handled it well. The professor understood your motives. Working for a private company gives you better prospects. And you'll finally be able to move out of that dorm. Take Lena for a proper holiday. Yeah, it was a good decision. 27 Jahre alt, the purgatory of 9 to 5. On the subway again. Damn, you hate that crowd a day in, day out. Maybe you could take the later train and stay longer at work. No, your boss would never agree to that. Punctuality is all that matters to him. Now, not what you actually do. Sometimes you feel all he needs you to do is punch your card. And for what? Pushing papers and pretending to get things done. Someone pushes you as you try to take a seat. Man, Monday mornings are the worst. Oh. 28 Jahre alt, Dreamhouse. Your face beams as you exit the bank, hand in hand with Lena. Finally. Signing the mortgage's papers was easier than you expected. Maybe it was worth putting up with that idiot of a boss for 2 years to get to this place. A dream house. Lena has so many ideas for decorating it. If you hurry, maybe you can even get it ready for Christmas. You'd love to see her parents' faces when they see it. Yeah, you should convince her to invite them over. When the crisis hit, 30 Jahre alt. No, this can't be true. Not now. You stare at the screen blankly. You heard about the crash on the stock exchange. You heard everyone talk about a worldwide crisis approaching. But you? Laid off? How will you ever tell Lena about it? What about your plans for Christmas? Crazy shit. 30 Jahre trudging back up the hill. Red lights. You close your eyes and listen to the city traffic. Damn radio. All they know are Christmas songs at this time of year. You don't want to be reminded of that. Not when you're sitting behind the wheel of a leased cab. It's almost 6 o'clock. You promised Lena you'd be back for Christmas Eve by 5, but it's a busy night and people leave bigger tips on Christmas. Oh, Mensch.
31 Jahre, Lena's great chance. You listen as Lena talks excitedly. She really wants to take that offer, move abroad, sell the house, but for how much? It would hardly be enough to pay off the bank. With the soaring rate of interest, and what about you? It's hard to find a decent job at home, let alone in a foreign country. After all your efforts to make ends meet, it would feel like going back to square one. Damn, you just wish she didn't want it so bad. Crazy. 31 Jahre, asking her to stay. You're wondering if she really is okay with the decision to stay. Maybe you should have said yes, but how could you? It was a crazy idea in your situation. You need to prove it to her, that it was the only sensible choice. You need to get your shit together. Give her a better life here. Maybe find a second job. Relationship problems. 32 Jahre. Damn, she's getting on your nerves. Why doesn't she just tell you it's all your fault, those bills are piling up, as if you weren't working hard enough? And why does she make such a big deal of a few drinks before you hit the sack? You deserve to unwind after a 12-hour long day of work. Er wird mehr und mehr zu seinem eigenen Vater. Das ist ja immer so die Spirale des Lebens, ne? 33 Jahre alt, losing Lena. You look down another bottle and the wedding ring she gave back to you. A job at Ally Corp. Freedom, finally. She's got it. A new better life without you. All you could ever do was hold her down. Look at yourself, drowning your sorrows in a bar. You're everything you promised yourself you'd never be. Where the hell did you fuck it all up? Okay, sie ist jetzt schon bei Ally Corp. Und für die arbeiten wir mittlerweile auch, ne? Learning about the mission. 34 Jahre alt. You toss and turn in your bed. You can't stop thinking about that Ally Corp poster. Help us make a change. A space mining mission in search of that mysterious substance, rapidium. It's a long shot, but it says you don't need any professional experience. And you know you need a change. You haven't managed to stick the one job for more than several months. Nothing makes you happy. You're stuck. What if it's a way out? 35 Jahre alt, Project Dolly. Dolly hieß das Klonschaf. You enter the spaceship with a tingling of anxiety and excitement. You're going to space, far away from here, just like you always wanted. Far away from your problems. You'll think about them later, or maybe they'll be gone by the time you get back. Okay, krass. Und das ist es. Und da sind wir jetzt. Project Dolly. Das ist ziemlich geil. Wir zoomen mal raus. Was ist das da? Nur so ein Knipsi. Ja, okay. Quantum Slots. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal wieder hier raus. How did they get it? And what for? Krass. Okay, was passiert, wenn ich da nochmal reingehe? Bleibt das Gleiche, ne? Dann rufen wir mal an. Wir sollen ja mal anrufen. Guten Tag. Hey. I checked the quantum computer. What the fuck? Mind records? What the hell are you doing with that data? It's got everything. My whole life exposed. No. No, I want answers. Shit. What do you want with it? What? Branching? What exactly will be branching? What? What? You what? Is that your whole answer? Alter? I alter what? Naja. Rapidium. Cloning a sheep. Branching.
myself? Altering my life by messing with my own memories? I mean, whatever it is you want me to do. No way in hell. Give me my other options. You're in imminent danger. Only short time remaining. You jerk. I don't have other options, do I? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Gekrissel in irgendeiner Form so die Bitrate des Streams beeinflusst. Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen der Bildqualität des Streams und wenn dieses Gekrissel da angezeigt wird. Also, möglicherweise liegt es daran. Initiate the branching procedure in the QC. Ja. Das ist dann hier, ne? Oder nicht? What is it doing? Branching point. Oh, krass. So this is what the branching is about? Okay, das ist ja Hammer. Also wir nehmen jetzt einen Moment unseres Lebens, an dem wir mit einer anderen Entscheidung vielleicht ein anderes Leben gelebt hätten. Und in dem Fall ist es hier ein Technician. Und mit 19 Jahren Staying at Home Technician. Okay, krass. Also, die Entscheidung, die wir in unserer linearen Zeitlinie getroffen hatten, war moving away. You promised yourself you'd get out of here. Und jetzt können wir quasi an dieser Weggabelung eine andere Route einschlagen, und zwar staying at home. You lock the door to your room and turn the music up. You're so fed up with this constant shouting. Is this what you rejected college for? Putting up with his frustration and drunkenness. You told yourself you'd take care of mom, but he's not making it easy. Maybe next time you should just lock the door for him, but what would mom say? Alternate technician plus 50% efficiency when doing base maintenance. Kostet mich zwei, was auch immer das ist, irgendeine Währung. Ja, das müssen wir natürlich jetzt mal machen, einfach weil wir gerade ein Spiel spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen wäre, nicht aufs College zu gehen, aber das ist jetzt die eine Branch, die uns hier quasi gerade gegeben wird. Es ist nicht so, dass wir jetzt uns entscheiden müssen zwischen unterschiedlichen Branches, die uns quasi vorgeschlagen werden, sondern wir haben jetzt hier dieses und dann machen wir das auch und alternaten das hier mal. Alterate. Bin ich ja mal gespannt. Sitzt er jetzt vor diesem 3D-Drucker oder was es ist und wartet, was da rauskommt oder was machen wir jetzt? Er kann es kaum erwarten. Er hat richtig Bock drauf. Das ist ja geil. Jetzt haben wir einen komplett
neuen Lebensstrang. Ah, oh, das ist ja richtig geil. Jetzt will ich, ich habe jetzt richtig Interesse herauszufinden, was mit ihm passiert ist in diesem alternativen Leben. Das ist... Show us. Okay, 20 Jahre alt. Forcing him to leave. There, you did it. Not so hard after all. He turned out to be weak, begging you to let them in. Let him in. You had to be strong, assertive. You read about it online. Shut your ears to his false promises. Imagine loud music in your head. Think of Mom, her safety. There, it's done. He won't be a problem anymore. Geil. Das ist echt abgefahren. Ups and downs, 20 bis 22. You laugh as Mom tells you a joke she heard in the doctor's waiting room. She's cooked her pierogi. Man, don't you love them? And her relaxed, smiling face when she can be herself without that monster bullying her. You just wish you could find more than a part-time job to support the two of you. That prescription she brought home today is gonna cost you plenty. 22 Jahre alt, rejecting the offer. You smile as you walk away from the mine. Dad was behind that job offer, that's for sure. Trying to clear his conscience, redeem his sins. The steady job was tempting, but you were assertive. Again, no way you'll own anything to him. You'll make it on your own, you always do. 23 Jahre alt, final goodbye. You hold back the tears when you look at her on the hospital bed. You knew this was coming, her health deteriorating fast in the last month. You didn't want to think about it. You hate that helplessness. Damn, you get your shit together, Jan. You need to be strong for her. Promise her you'll make something of yourself. Keep her smiling to the very end. Becoming a technician. You brighten up as the engine starts. Yeah, fixing things always made you feel good. Like you really can change things. Make them better. Looks like going to that vocational school wasn't just a parting gift for Mom, but the best you could do for yourself. Father figure. It feels good to become an expert on something. The boss says customer asks for you specifically, and he can see you replacing him when he retires. It's a new feeling to be trusted, respected by another man, a mentor. And he's the first person you opened up to about Mom's passing. Why couldn't Dad just be like that? Suspicious visits, 24 Jahre alt. You try not to eavesdrop, but it's the third time this month these fishy dudes are here, talking to your boss behind closed doors. He says it's nothing, but you can see he's distracted, doesn't look you in the eye that much, disappears for hours, leaving you in charge of the business. Is that a good thing, or should you be worried? Fool again, 25 Jahre alt. Fake batteries, counterfeit parts, is that what it was all about? As your boss is taken away by the police, you feel like an idiot for trusting him, thinking that you could open up to him. While all this time he's been lying in your face, pretending to be a friend. What a fool you've been. Treat it as a lesson, Jan. The only person you can rely on is yourself. Walking away, 25 Jahre alt. Of course, it was just a matter of time before they approached you, now that he's in jail. His words about you replacing him seem so ironic now. You don't want anything to do with them. But what if you lose your job? You love that workshop. But they're criminals. No. Assertiveness, remember? Don't be scared. You can make it on your own. 26 Jahre alt, starting anew. As you turn the paycheck around in your fingers, you think of Mom. She'd be happy to know you're finally making good money. Working in an international factory on a contract of employment. You stayed strong and made something of yourself. She'd probably be worried that you're still on your own, but that's the way you prefer it. 26 bis 27 Jahre alt, ghost from the past. Watching the bartender pour you another one. From the corner of your eye, you catch a glimpse of a figure watching you. You turn and see it was just somebody's coat. You smile with relief. For a moment, you thought it was dead. You sip your drink and listen casually to the conversations of on the tables. It's good not to have problems. 27 Jahre alt. Bad habits. Your friends burst out in laughter. The jokes just keep coming to you. It's a good night. You just got your paycheck and you're buying rounds. Okay, calling these people friends is a little too much. You've only just met them, but you're having fun together, right? The girl to your left's been giving you signals. Could this be your lucky night? Also, er ist
auch wenn er es nicht will, aber er ist auch ein Stück weit seines Vaters Sohn, ne? Insbesondere diese Alkoholabhängigkeit. 30 Jahre Financial Crisis. The damn crisis just had to hit when you were starting to actually enjoy life. Your whole branch is being shut down. You'll be lucky if you keep your job at all. And this damn advert just gets on your nerves. Rapidium, a magic trick to make everyone happy. Who's stupid enough to even think of going on these missions? 33 Jahre alt. Seeing him again. You can't make up your mind. Be safely or take the risk. Wonder who that guy is putting his money on. Wait, is that? Shit, it's him. Dad, he looks like a tramp. Of course, he visits the bookie regularly. Fucking loser, man. You just hope he doesn't recognize you. Get out here, quick, and don't ever come back. You're not like him. You've got your shit together. Ja. Von wegen, ne? 35 Jahre alt, Project Dolly. Da sind wir wieder. You look at the spaceship entrance. Your only phones do change their minds, especially if your debts are mounting. You'll be fine. You just need to make it through this mission. They respect professionals like you. Just stay strong and you'll be alright. Geil. Ja, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also diese Branch ist jetzt auch nicht besser. Wir sind genau da. Wahrscheinlich ist die Moral der Geschichte, dass wir immer wieder da enden werden. Also wir haben noch 2 Quantum Slots. Kann ich jetzt noch einen weiteren nehmen? Wir haben nur hier den Slot. Da müssen wir uns noch gedulden. Irgendwann werden wir weitere Slots kriegen, aber das ist ja eine geile Idee. Wake up your altar, okay. Warte mal, aber das haben wir doch. Wie wake ich den jetzt ab? Wakey, wakey. Wo wake ich den ab? In the womb, natürlich, klar. Bin mal gespannt. Gefahren. Hallo? Hey there. Wow. Hello. Hello? Can you hear me? What is this? Where am I? Anxiety and security, klar. Relax, you're in a lab. You're in a lab inside the SIBA unit. Your memories might be a bit fuzzy, but relax. You're gonna be okay. Yeah. Recognize the base, I think. Wait. You look funny. You. Ha ha. What was that? I wanted to laugh, but I'm like indifferent. I think you're on some meds. What? What for? It's so you don't panic when you wake up. Why would I panic? I'll explain later. Right now, let's check your mental condition, okay? Do you think you can introduce yourself. Sure. Can you? Okay. My name is Jan Dolsky. Yeah, sure. You got my looks, why not use my name too? So you think you're Jan Dolsky as well? What kind of bullshit is this? Hmm? What's your role on the mission? I'm a senior technician. Want to tell me what your role is? Imitating human crew members? Is this some kind of sick experiment? Because if it is, nobody warned me. It's not an experiment. This is for real. And I'm for real. So what's going on?
Well, I got stranded in this base, and, well, I needed someone to help me move it, because it got broken. Then, okay, this is the crazy part. I learned that there's this functionality of the quantum computer on board to, well, create alternate versions of a person's life. What? Replicate a person, but with different experiences. Mind records. If there's anyone in a bad mental condition in this room, it's definitely not me. The QC's only functionality is to navigate these junkets. I mean, theoretically, it could do other stuff, but such bullshit. I know. It's absurd. I thought the same, but here you are, right? Right. If I understand you correctly, you're telling me you're an alternate version of me with a different mind? No, the other way around. No, you're an alternate version of me. And, you said we were stranded. Yes. It's just us. Like I said, there's a malfunction in the machinery. If you don't help me fix it soon, we're both gonna die. So, wait. Let me get this straight. This is not an experiment. I'm a different version of you. And you brought me to life to help fix a malfunction because there's no one else on board. What if there was no malfunction? Where would I be? You'd still exist somewhere? Theoretically, at least? Theoretically? You bastard. I can see now what the meds are for. I can't even lash out at you. Just this passiveness. What am I? Look, this is a lot, and we'll sort it out. I promise. But trust me, if we don't fix the machinery fast, we're gonna go in a very bad way, and you'll never get the chance to understand this properly. Experience your feelings without the meds. I don't like this kind of pressure. Well, that makes two of us. Fine. Show me the way. Okay, das ist ja echt einfach krass. Unbelievable. What a screw up. A 3-year-old would have figured it out. Okay. In any other case, I'd say don't touch anything here ever again. But unfortunately, this is a 2-man job. My sign, pull that lever over there, just don't yank it like an idiot. Pull it gently. Ready? 1, 2, 3, now. Yes! It worked! You did it. We're gonna live. Let's get one thing straight. I did what you created me for. Now stay away from me. Yeah. Ja, ein Technician is born. Also sensationell. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt seinen Gemütszustand anders hätte gestalten können durch andere Antwortoptionen, die mir da gegeben waren. Vielleicht hätte ich ihn jetzt auch ein bisschen besänftigen können. Da wurden ja rechts dann immer so Gemütsregungen eingeblendet und die waren ja meistens frustriert und so. Oftmals in so Klongeschichten kommt es ja zu der Situation, dass die Klone dann sagen, ja, warum bin ich eigentlich der Klon? Wieso bist du nicht der Klon? Und dann kommt es hier und da mal zu Mordanschlägen, damit dann der Klon zum Original wird. Wenn noch weitere Klone dazukommen, vielleicht raufen sich die Klone zusammen und rebellieren und töten uns und dann haben sie das Gefühl, sie wären dadurch in irgendeiner Form, hätten mehr Berechtigung in ihrem Dasein.
man weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall erstmal pissed. Was halt abgefahren ist, dass der Typ ja in Erinnerung hat. Also der hat ja ein komplettes Leben gelebt. Zumindest fühlt sich das für ihn ja so an. Das heißt, der wacht irgendwo auf. Und für ihn ist das hier real. Er hat ja dieses Leben gelebt. Es wäre quasi so, als wenn ihr morgen irgendwo aufwacht und jemand sagt euch, ey, ihr seid eigentlich nur ein Klon und für einen bestimmten Zweck erzeugt worden. Da hat man sicherlich erstmal Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, weil für einen selber fühlt sich das ja nicht so an. Die Idee ist natürlich richtig Hammer. Vom Gameplay ist es halt so, jetzt vermute ich mal, dass der Typ diesen Bonus hat auf Technician, also alles, was in irgendeiner Form einen Technician benötigt, das sollte dann er machen, weil er halt diesen Bonus jetzt drauf hat. Dann kann man vermutlich im Laufe des Spiels Versionen einer von uns selbst spezialisieren für gewisse Aufgaben. Vielleicht ist der eine besser fürs Mining und der andere ist besser fürs Whatever. Die ist auf jeden Fall super, die Idee. Muss man wirklich mal sagen. Er spricht auch ein bisschen anders und so. Also mit dem sollen wir das Schaf nochmal streicheln? Never thought I'd be so glad to see a sheep. Ja. Sheep, sheep. Bisschen wie in Moon, ganz genau. Bisschen wie in Moon. Start the engines in the command center. Also das können wir jetzt nochmal probieren, ob wir jetzt da die Engines. Warte, bin ich schon wieder. Nee, warte mal, was? Ach, da ist. Ich bin hier. Ich habe eben gedacht, ich bin da. Nee, ich bin hier. Okay, wir müssen noch einen runter. Nee, das ist. Müssen wir eigentlich nicht mit jemandem sprechen? No new messages. Können wir mit dem sprechen? Offline. Nee, okay. Ich hätte gedacht, vielleicht können wir ihm jetzt mal erzählen, was passiert ist, aber. Das ist nicht. So, dann. Können wir hier die Engines jetzt starten? Ready to launch. Do you want to automatically collect structures before starting your journey? Die Frage ist, ob wir jetzt schon los... Ich meine, das Spiel will wahrscheinlich, dass wir losgehen und... Mining Outpost Pylon Components. Ja, warte mal. Ich habe das ja gerade, ich war jetzt einmal da und habe gemeint. Warte mal. Wie spät ist es? 16.09 Uhr. Warte mal, wenn ich jetzt auf R drücke. Young Technician in the Kitchen. Wie kann ich denn jetzt mit, ich denke mit R. Quatsch ich jetzt? Wie mache ich das jetzt? F? Talk. Die muss danach fast vorbei. Okay, lief. Mehr kann ich nicht mit ihm sprechen. Okay, pass auf, egal. Denn das ist ja nun in der Tat eine Demo. Dann lass uns das jetzt mal nicht auf die Spitze treiben. Normalerweise hätte ich jetzt, wäre ich da nochmal hingegangen und hätte versucht, noch ein paar Ressourcen mitzunehmen, bevor ich abhaue. Aber wir machen das jetzt mal und collecten die Sachen auch. Weil die sind ja dann nutzlos. Die führen ja dann nicht mehr zu unserer Base, diese Stromleitung. Dann rollen wir jetzt mal weiter. Keep on rolling. Rolling, 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 rolling. Journey 1. Okay. Press Tab and navigate to the Altars Lab. Was? Open the Altars Lab. Was? Ach so, Tab. Ich habe nicht Lab, sondern Tab. Und press Tab und dann werde ich jetzt die Altars Tab. So, jetzt habe ich es gecheckt. Und jetzt? The Altars Tab allows you to check the mental and physical state of your altars. The event log on the left provides insights
to recent events. No injuries, no radiation, no hunger. I'm pissed off at Jan, he's really irritating. Okay, anxiety, burden, gloom, insecurity, anxiety, frustration, and rebellion. He looks angry, emotional status. Ja, dann reden wir nochmal mit dem. Wo ist er hin? Da. Das habe ich eben schon versucht, aber okay, dann machen wir es nochmal. Vielleicht können wir ihn wieder beruhigen. Hallo? Hey there. I said, don't come near. I get it. You're angry. I would be too. But I could really use your help. You know, if we managed to get the comms room running properly, we'd probably be able to get out of here faster. Stop pretending you have any idea how I feel. I don't give a damn about your comms room. We're moving, aren't we? Now get out of my face, creep. You're pissed off at me now, but deep down, we both know you do the same thing. Really? You Screws, said vielen Dank. Yourself. We might look alike, but we're different. Like oil and water, if you ask me, and they don't mix well. Maybe, but we are in this together. I know you, I created you. Ja, das ist so von oben herab. Lieber das. Maybe. But you won't last long without me, just as I couldn't make it without you. In a situation like this, hiding in a trench is just plain stupid. I'll tell you what's stupid. Listening to someone who created you because he needs a fucking tool. Why don't you get yourself a repair kit and fix your own shit? I'm done doing your dirty work. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Modules deteriorate over time, which make them prone to failures. To repair the communications room, you'll need a repair kit. You can craft one in the workshop. Der macht sich erstmal einen Kaffee. Okay, restore communications. Das heißt, da oben, dann muss ich erstmal in den Workshop. Ja, er ist einfach richtig pissed auf mich. Dabei können wir im Grunde gar nichts dafür. Wir haben ja einfach nur einen Befehl befolgt. Oder eine Anweisung. Repair Kit ist ready. Und jetzt Communication Room repairen. Warte, wo ist er denn? Hier. Oh, ist kaputt. Wo schläft denn der Typ eigentlich? Also wir haben ja nur einen Bett, also ein Schlafzimmer. Wo schläft der andere Typ denn? Nicht, dass er uns nachts auflauert. Ah, was ist das? Lucas? Hello? Mr. Dalsky? Yeah, yes, I'm here. Are you okay? I think so. I was almost done for it, but then I got these crazy instructions to duplicate and edit myself. Was that you? Yeah. It's called branching. The duplicating and editing thing. I need to know if you pulled it off. Really? And I need to know who I'm talking to. I didn't catch your name. Lucas Pena, Space Traffic Control, Orbital Substation L7. Now, the branching. Did you do it? Yeah, I created my altar. Thanks for the help, I think. Is this even legal? You found Rapidium, Mr. Dalsky. We needed to act. Okay, das sind optionale Sachen. What are the mind records? Wir fragen einfach mal die anderen Sachen auch noch. What about the mind records? Hm? What is all that personal data doing in the base computer? Oh, that's, the corporation needs to ensure the safety of the mission and, basically everyone. It's confidential, of course. And it kind of saved your life. What went wrong with the landing? Yeah. What the hell happened out there? What went wrong with the landing? To be honest, I don't know.
I'm still analyzing telemetry data from your flight, but it seems something went very wrong. No kidding. Yeah. We know there was a major system malfunction, but the reasons are unclear. It's too early to tell. We need more data. Den interessiert das gar nicht. Do you know what killed the rest of the crew? Looks like an oxygen leak in the landing pods. No idea why, though. Then how come I survived? You tell me. You know, you're not very informative. I don't like confusing assumptions with information, Mr. Dolsky. Conclusive evidence is more my thing. Give me... I never consented. I don't recall consenting to it. Well, you must have, since it's there. Maybe you didn't read your contract thoroughly. They like to put these things in fine print, you know. Das ist ja echt ein Arschloch. I want to talk to someone higher up. Bande da, ne? Do you have a boss? Markle, herzlichen Dank. I might sound young, Mr. Dolsky, but I'm not here by accident. No offense, man. I just need to know this stunt was authorized by someone. Look, I'm on my own here at the station. But I contacted my boss, and we're good. Nothing to worry about. Das ist ja Quatsch, oder? Ich glaub dem gar nichts. Have you done this before? That would be hard, considering there's no rapidium on Earth. So how did you know what would happen? I didn't know. I anticipated the outcome based on historic data. What historic data? Some old research, nothing important. Der rückt einfach nicht raus mit der Sprache. So, you're getting me out of here, right? You know how to do it, safely. Sure. First thing I'll need you to do is to transport the base to a safe and accessible destination. I'll dispatch the coordinates to you. Second thing, do you think I could see this altar of yours? How do you know you're not talking to him right now? You're joking, right? Who knows? Yeah. Nice try, but I'd know the difference. The emo suppressant meds, he wouldn't be in a disposition to mess around. How bad is he feeling? He's pissed off at me. Won't cooperate. Then we have a problem. You won't manage without his help. The base needs more hands on deck. There should be a way to gain his trust. Show him you care, maybe? I told him I wouldn't survive without him. Yeah, that's just words. Maybe you should share something. What? Why? I don't know. Just a thought. My grandma used to say, sharing is caring. Yay. Let me think. What can I share with him? My playlist? Yeah, true. Wait, suppose it's not about what you can share with him, but what you already do. Memories. Of course. Memories. I wonder if he remembers things the same way I do. Yeah. Mind records. See? You were so spooked by them, they could be a source of information. Fine. I'll check them out, see what happens. Shit, I, gotta go now. Urgent call. I'll get back to you as soon as you reach your destination. Don't worry, you're in good hands. L7 out. Also das haben wir uns ja schon angeguckt, tatsächlich. Diese Read about the Alters live in the QC, das haben wir schon gemacht. Ich muss das wahrscheinlich jetzt noch einmal reingehen, da, obwohl wir das alles schon gemacht haben. Ich skippe da einmal kurz durch. Damit wir das Achievement kriegen. Okay. So, dann
Der, oh, der ist in the womb. Das ist ja hier. In the womb, womb. Talk to this man. Nicht zum Schaf, mit ihm. Zack. I've been thinking about what you said. You're right. We are different. Sure we are. Like, I got that right away, and you took your sweet time. I'm serious. You stood up to Dad. I didn't. Oh, really? And what did you do? Just stand and watch him take it out on Mom? I thought about stepping in. I was always a heartbeat away from doing it, but when it came down to it, I just freeze. Guess I was afraid of making things worse. Yeah, I remember the feeling. But then I reached a breaking point. Looks like you didn't hang around long enough to reach yours. Or maybe I was a coward. Going to college was a good excuse to just get away from it all. Oh, so that's where our paths split. Did you shine out there? Were you best in class? What do you think? Huh? Yeah. The build around this merry-go-round. That's who I ended up being. I'm sorry to disappoint. Why would I be disappointed? Just proves I was right to stick with Mom. Wait, is Mom... Is she maybe still around, here? No. I wish she was. She always knew what to do. And how to cheer you up. Hey. When you were down, or Dad had just stormed out of the house, slamming the door behind him and leaving you crying in your room, would she ask me to help her make pierogi? Her famous pierogi. Oh my God, I could really pig out on those. And making them together was fun. Fun. Yeah, wow, why don't we go for it? Why don't we try and make Mom's famous pierogi? No way we'd find the ingredients here. Okay, a coolant and oil, beer and synthetic starch, grease and fungicide. Bier finde ich nicht gut. Die sollen nicht saufen, das ist ja genau ihr Problem, dass sie zu viel gesoffen haben. Grease and fungicide. Why not? There's grease. I also saw a packet of useless fungicide lying around somewhere. Yeah, hilarious. I could pull it off. You'll see. But there's one condition. You're eating them with me. If you die, I die. Why not? Won't change much, I guess. Ah ja, each person on the base consumes 1 meal per day. Higher quality meals will have a positive effect on the mood of your altars. Ja, dann da gehen wir doch jetzt mal zum in die Küche. Upp. Hey. Küche und dann... Ach, er macht schon irgendwas. Neues Rezept. Pierogi. Pierogi. Ah, hier muss ich doch zwei Pierogis machen, oder? Ah, ich darf nur ein Pierogi machen. Eat Pierogi. Ich weiß gar nicht, was Pierogi ist, ehrlich gesagt. Ist das sowas wie Maultaschen? Oder Tortellini? Tortelloni? Now I know how Mom must have felt. That day she had a terrible flu and I decided to cheer her up and make Pierogi for her. Right. Yeah. I put like a ton of salt into the filling. And I overcooked them into a shapeless pulp. They were inedible. But you remember what she did? Uh-huh. Polnische Maultaschen. She ate them ah, okay. And
never Pirocken. Said a word. No, no, she said they were delicious. Hmm. Yeah. Yeah, you're right. So? They're delicious, man. Shut the fuck up. Ah, das war doch nice. Jetzt müssen wir nochmal mit ihm reden. So? So. So. How do you feel? Great. A serving of dehydrated dumplings completely changed my outlook on the situation. I feel so optimistic about life now. Now you're being mean. I went through a lot of trouble to make those, and they weren't that bad. You made an effort. I'll give you that. But see, that makes it even worse. It would be easier, thank you, but eating those fucking pierogi with you, I actually enjoyed it. So did I. So did I. Sharing these memories with you, knowing you understand me, that was kind of comforting. Are you getting mushy with me? What? No. Okay, okay, just kidding. I know what you mean. I'm just not the sentimental type. Who's being sentimental? All I said was... all right, just tell me what the plan is. Yeah, we trust not the corporation. Nee. We need to handle this our way. The corporation is supposedly on top of this, but I know better than to put my life in the hands of pen pushers. Oh, I hear you. You never know with those numbskulls. Right. So, until the rescue ship arrives, we'd better watch our own asses. Do they know about me? They were the ones who told me to create you. Bastards. Tell me you know what to do. All I know is we need to get to a safe place. Then we'll improvise. Well, there's one thing you should know. This base is a resource-consuming, maintenance-heavy sucker to operate. I have you to help me. That's not gonna be enough. I'll be blunt with you. If you want to survive, you're gonna need more people. People? What people? The Rapidium's there. Use it. Make more versions of me. Versions of us both, you mean? Huh. That almost sounded like we're planning kids. You need to work on your cooking skills, though. I was hoping I could avoid it. I can't wait to do it again. Actually, I can't wait to branch myself again. Sure. Take the bull by the horns. Good luck keeping him happy. Are you real? More real than you, I'm afraid. So, where's the captain? I told you, everyone died. Oh, this is insane. What a trip. It's not a trip. It's reality. Your new reality. Are we brothers or something? We have the same DNA, but we led separate lives. What the hell? Calm down. You're not the original Jan, but that doesn't mean you can't be important. Well, you look like me, but also not like me. What the fuck did you drug me with, man? No? You're not hallucinating. Hallucinating.
Okay, das ist nice. Also ich mag die Idee, das ist super. Die Umsetzung auf diesem Planeten, das sieht wirklich nice aus. Die Idee mit diesem rollenden Schiff, also dieser Unterkunft mit der Base, das ist auch cool. Das Verschieben der Räume ist nice. Also who you are. My name is Jan Dolsky. But I'm seeing fucking double. You should worry about that. Ja, und jetzt ergibt natürlich auch dieses Titelbild total Sinn. Ja, das ist The Altars. Ihr könnt es auf die Wishlist packen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, geiler Trip. Ich freue mich auf die Vollversion. Ich weiß gar nicht, wann das rauskommt, aber das werde ich dann nochmal spielen. Man sieht ja auf dem Bild da auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also da gibt es einige Altars. Und wenn das dann alles voll ist, das kann schon lustig sein, wie die alle miteinander interagieren, was das für Persönlichkeiten sind. Und natürlich steckt da auch immer wieder der Wunsch hinter, selber zu wissen, für einen, was wäre gewesen, wenn ich an irgendeiner Stelle meines Lebens anders abgebogen wäre, mich anders entschieden hätte. Was für ein Leben hätte ich dann gelebt? Was wäre ich für ein Mensch? Und dann diese alternativen Ichs zu treffen und zu gucken, was ist das für ein Typ? So, was hat der für Potenziale entfaltet oder andere Dinge nicht geschissen bekommen? Was ist aus denen geworden, wenn ich vielleicht statt links, rechts gegangen wäre oder so? Die Frage stellt sich ja jeder, glaube ich, ab und zu mal. Nicht aus Frustration oder so, einfach aus Interesse an Möglichkeiten, die es da gibt. Jedenfalls ist das echt cool gewesen. Mir gefällt ganz viel an dem Spiel. Und ja, schreibt mir gerne in die Comments, ob es euch auch gefallen hat, ob ihr die Demo selber gespielt habt vielleicht und ob ihr euch das Vollpreisspiel zulegen werdet. Vielen Dank fürs Zusehen, das war The Altars. Macht's gut, Leute. Tschüss und auf Wiedersehen. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr auch nochmal The Invincible auschecken. Das ist von denselben Leuten. Habe ich auch ein Let's Play zugemacht bei mir auf dem Kanal. Und das hat eine ähnliche oder vergleichbare Stimmung. Schaut es euch einfach nochmal an. Bis dahin, macht's gut, Leute.